In dem Video möchte ich dir meine vier Lieblingshüftöffner vorstellen, die ich zu Hause regelmäßig übe, aber auch sehr gern unterrichte. Es sind Schlüsselübungen, um den unteren Rücken zu entlasten. Das hilft dir, Rückenschmerzen aufzulösen und gleichzeitig kannst du dem Hüftgelenk insgesamt mehr Mobilität schenken. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Ja, bevor es mit den Yoga-Übungen gleich losgeht, möchte ich dir noch erklären, was es heißt, im Yoga die Hüften zu öffnen. Hüften zu öffnen bedeutet, dass du all die verschiedenen Muskeln bewusst und intensiv dehnst, um damit den Bewegungsspielraum im Hüftgelenk zu vergrößern. Leider ist es so, dass durch einseitige Bewegung, durch falsches Training, aber auch durch einen Mangel an Bewegung, durch unser vieles Sitzen zum Beispiel, einzelne Muskeln oder verschiedene Muskelgruppen verspannt sind. Damit ist der Bewegungsspielraum eingeschränkt, es entsteht so eine gewisse Enge. Das kannst du heute vermeiden. Ich freue mich, dass du mit mir übst. Wenn dir diese Art der Videos gefällt, abonnier doch den Kanal und so wirst du automatisch über weitere Videos informiert. Komm bitte bequem zum Sitzen und nutze gern eine Decke. Die erste Übung, Baddha Konasana, setz dich erhöht auf eine Decke und bring die Fußsohlen zusammen. Du erdest dich über die Sitzbeinknochen, zieh die Gesäßhälften auseinander. Und wenn du es etwas leichter haben möchtest, schieb die Füße mehr nach vorn, so hast du mehr Bewegungsspielraum in den Hüften. Die Hände gehen an die Knöchel, schließ die Augen. Jetzt beginn dich von innen heraus aufzurichten. Du ziehst die Schultern nach hinten, unten, gönnst dir Platz im Brustraum. Die Ohren über die Schultern ziehen, die Halswirbelsäule wird lang. Mit jeder Einatmung kreier Länge im Rücken. Und mit jeder Ausatmung lass dich genüsslich schwer ins Becken sinken. Ein ganz ruhiges, bewusstes Üben heute. Atme aus, öffne deine Augen. Du kippst jetzt für Baddha Konasana Außenbecken nach vorn, dein Rücken wird lang. Schau, dass die Ellenbogen vor die Schienbeine gehen können. Drück mit den Ellenbogen gegen die Schienbeine. Körperseiten werden lang, atme ein. Schließ die Augen, lass dich mit einem langen Rücken nach vorn unten sinken für Baddha Konasana. Das Ziel hier ist es, dass dein Rücken lang bleibt. Es ist nicht notwendig, dass du mit dem Kopf Richtung Boden gehst, sondern dass du deine eigenen Grenzen spürst und diese auch annimmst. Bleib ganz ruhig mit deinem Atem in Verbindung und spür mal, wo ist die Dehnung jetzt. Und atme in die Dehnung hinein. Tief einatmen. Und vollständiges Ausatmen. Dein Kopf hängt nicht, du hast den Kopf leicht angehoben. Die Schultern ziehen nach hinten. Lass mal die Augen geschlossen, drück die Fußsohlen zueinander und damit schiebst du die Knie ganz leicht auseinander. Einatmen, wieder nach oben kommen, öffne die Augen, löse auf, stell mal die Füße auf, dann kannst du einfach mal die Beine ausstrecken, bring Bewegung in die Beine zurück. Die zweite Übung, dazu stellst du die Füße auf, großzügiger Abstand und beide Knie kippen nach rechts, das ist die sogenannte 90-90-Position. Es entstehen mehrere 90-Grad-Winkel. Jetzt schau mal zu mir. 90 Grad, Oberschenkel, Schienbein, Schienbein, Spann. Jeweils links und rechts. Also schau für dich, dass du die Füße 90 Grad jeweils ausrichtest. Dazu hast du die rechte Ferse und linken Knie so einen leichten Abstand zueinander. Richte dich auf mit dem Oberkörper, linke Hand neben die rechte Hand führen, Seiten lang ziehen und dann drehst du dich ganz entspannt von links nach rechts auf. Also stell dir einfach vor,
dass die linke Körperseite dich nach rechts dreht. Bleib auf den Fingerkuppen, Kopf anheben. Zum Thema Fingerkuppen habe ich auch schon ein Video erstellt. Ich verlinke es dir mal mit. Damit schaffst du mehr Bewusstsein auch in den Schultern. Die Schultern ziehen nach hinten. Blick anheben, einatmen. Komm zurück zur Mitte, ausatmen. Andere Seite. Beide Knie kippen nach links. Achte wieder auf deine Füße, auf die Beine. Zehen gespreizt, Knie geschützt. Rechte Hand neben die linke Hand führen. Jetzt kannst du dich wieder aus deiner Hüfte, aus dem Becken aufrichten. Die Krone vom Kopf schiebt zur Decke. Dreh dich leicht von rechts nach links auf, so wie das dein Körper zulässt. Du bist mit dem Atem in Verbindung. Und erlaube es dir jetzt ganz bewusst in die Hüften hinein zu entspannen. Einatmen, ausatmen, tief ein, aus, einatmen, zurück zur Mitte. Nochmal beide Knie nach rechts kippen lassen. Achte wieder auf die korrekte Fußposition. Jetzt zeige ich dir eine Variante. Du hast den Oberkörper ausgerichtet, jetzt über den rechten Oberschenkel, komm auf die Fingerkuppen. Rücken lang ziehen. Kopf anheben, Schultern ziehen nach hinten und wieder aus dem Becken kippst du nach vorne unten. Zieh einfach die Ellenbogen auseinander, einatmen nach oben, ausatmen, verbeugen. Mach das für dich noch zweimal. Schließ auch mal die Augen und nimm dich wahr mit geschlossenen Augen für ein ganz ruhiges, achtsames Üben. Und dann den Oberkörper wieder aufrichten, Augen öffnen. Eine weitere Variante, probier das aus, wenn es dir zu viel ist, lass es. Mach zwei Fäuste, bring die Fäuste Richtung Schultern. Jetzt kannst du dich wieder verbeugen und nach oben kommen. Wenn dir das zu viel ist, stütz dich einfach wieder ab mit den Händen. Alle guten Dinge sind drei, noch einmal. Einatmen nach oben. Abstützen, zurück zur Mitte, beide Knie kippen nach links. Füße gut ausgerichtet, Oberkörper aufrichten über den linken Oberschenkel. Kreier Länge und dann verbeug dich, ausatmen. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, verbeugen, mach das noch zweimal. Ganz ruhiges, entspanntes Üben. Heb den Oberkörper wieder an. Die zweite Variante. Wenn dir es zu viel wird, wieder abstützen. Aufgerichtet bleiben, Bauch aktiv, Kopf anheben, ausatmen. Holala. Tief ein und aus. Ein und aus. Komm nach oben. Stütz dich an. Zurück zur Mitte. Setz dich aufgerichtet hin, schließ mal die Augen. Ich schlag die Klangschale mal mit an. Könnt ihr ein bewusstes Nachspüren? Nimm dich nochmal wahr im Becken. Ganz ruhiger, gleichmäßiger Atemrhythmus. Atme aus, öffne die Augen. Übung Nummer 3. Das wird die Taube, Ekha Padaraccha Kapottanasana. Gehst in den Vierfüßlerstand und dann
Zum Ausgleich erstmal den herabschauenden Hund, rechten Fuß nach hinten, links dazu, Beine leicht beugen, schieb dein Gesäß nach hinten oben. Indem du die Beine leicht beugst, kannst du die Fersen Richtung Boden ziehen. Atme aus, Blick nach vorn, Knie zurück. Du ziehst dein rechtes Knie zur rechten Hand, dabei geht dein rechter Fuß zur linken Mattenaußenseite. Wichtig jetzt Folgendes. Eine Linie Schienbein spannen. Also drück den Spann fester in den Boden. Und du hast deinen rechten Fuß eher ein Stückchen nach hinten gezogen. Damit ist dein Knie entlastet. Dein Becken ist ausgerichtet zur vorderen Mattenkante. Das ist eine große Fehlerquelle. Auch dazu gibt es bereits ein Video. Ich verlinke es dir. Schau dir das unbedingt mal an. Komm auf die Fingerkuppen. Um das Becken nach vorn auszurichten, kannst du den linken Oberschenkel leicht nach innen drehen. Und damit ziehst du die linke Hüfte nach vorn. Nochmal zu mir schauen. Vermeide so ein seitliches Ausweichen, also die rechte Gesäßhälfte ist in der Luft. Jetzt kannst du beginnen, in deinen eigenen Möglichkeiten das Becken mehr Richtung Boden sinken zu lassen, indem du Millimeter für Millimeter den linken Fuß nach hinten bewegst. Atme tief ein und tief aus. Du bringst die Hände unter die Schultern am besten auf, die Fingerkuppen oder leicht nach vorn versetzt. So wie das für dich passt. Und aus dem Becken kippst du nach vorn. Beug mal die Arme, du musst nicht so weit gehen. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, vorbeugen. Mach das für dich noch zwei, dreimal. Du kannst jetzt gut den linken Hüftbeuger aufdehnen. Links den Psoas. Und rechts bist du in der Dehnung deiner Gesäß. Muskulatur angekommen, löst die Hände, macht zwei Fäuste und legt die Stirn auf die obere Faust ab. Du ziehst die Ellenbogen großzügig auseinander und so haben die Schultern die Möglichkeit, besser zu entspannen. Dein Rücken ist lang. Du gibst das Körpergewicht an den Boden ab. Atme über die Nase ein und über die Nase aus. Tiefe Atemzüge. Du löst auf, die Hände zurück unter die Schultern. Jetzt gibst du Gewicht über die Hände an den Boden ab. Also drück die Hände in den Boden, lass die Zehen vom linken Fuß aufgesetzt und dann schiebst du das rechte Bein nach hinten oben. Streck das rechte Bein aus, zurück auf die Matte, links anheben. Wieder zurück, Knie auf den Boden ablegen. Zweite Seite. Linkes Knie zur linken Hand, lass dir Zeit. Eine Linie, Schienbein, Spann, drück den Spann fest in den Boden. Du hast die Zehen vom hinteren Fuß aufgestellt, das geht leichtes, mehr stabil. Und jetzt schieb dein rechtes Knie, deinen rechten Fuß ganz leicht, die Mitte deiner Matte und wandere nach hinten, um dich bewusster tief ins Becken sinken zu lassen. Komm deiner eigenen persönlichen Dehngrenze an. Die Hände befinden sich leicht versetzt vor den Schultern. Drehst die Ellenbogen nach hinten und kannst du hier im Herzen mehr Raum geben. Tiefe Atemzüge. Rücken bleibt lang, heb den Kopf an, zieh die Ohren wieder über die Schultern und dann kippst du aus dem Becken nach vorn, unten, ausatmen, einatmen, nach oben, ausatmen, nach unten. Mach das für dich noch zwei, dreimal. Schön langsam, entspannt. Und dann wieder zurück, nach unten, mach wieder zwei Fäuste,
Leg die Stirn auf die obere Faust ab. Erlaube es dir, die Augen zu schließen, dich nochmal mit geschlossenen Augen wahrzunehmen und ganz bewusst in die Dehnung hinein zu entspannen. Das Becken wird schwer und du kannst gut spüren, wie der Rücken weit wird. Atme in den unteren Rücken hinein. Die Übung hilft dir jetzt wirklich, Platz zu schaffen zwischen den Wirbelkörpern und der Lendenwirbelsäule. Links hast du eine intensive Dehnung deiner Gesäßmuskulatur. Die Hüftstrecker werden gedehnt. Und dann atmest du aus, öffne die Augen, platziere die Hände wieder bewusst unter die Schultern, drück die Hände fest in den Boden, Zehen hinten aufsetzen. Linkes Bein hoch zur Decke, zurück, rechtes Bein nochmal nach oben und zurück. Knie ablegen. Komm bequem zum Sitzen. Mit der nächsten Übung wirst du nochmal die äußere Hüfte intensiv dehnen. Diese Übung ist komplex, aber sehr wohltuend. Falls dir das zu viel ist, schau dir die Übung an und praktiziere einfach anschließend, spul das Video zurück. Oder du übst jetzt direkt mit mir. Komm auf die Hände zurück, Vierfüßlerstand. Rechte Fuß nach vorn zwischen die Hände, streck das linke Bein nach hinten aus. Du hast die linke Hand ein kleines Stückchen nach vorne versetzt, komm direkt auf die Handfläche. Den rechten Fuß drehst du 45 Grad nach außen. Schau mal zu deinem hinteren Fuß. Dreh den Fuß nach rechts, sodass du auf die linke Fußaußenseite kommst. Rechte Hand an die rechte Hüfte. Bleib stabil. Den linken Oberarm drehst du leicht nach außen. Damit zeigt die Armbeuge nach vorn. Du bist links stabil, auch in der Schulter geschützt. Kannst du dich wunderbar ins Reihen sinken lassen. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, schiebst du den Arm nach hinten. Schau in die Finger in der rechten Hand. Atme aus. Einatmen, Becken anheben, Arm übers Ohr schieben. Ausatmen, zurück. Noch zweimal. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Löse auf, herabschauende Hund. Knie zurück auf die Matte, linker Fuß nach vorn, streck dein rechtes Bein nach hinten aus. Drehst deinen linken Fuß leicht zur Seite, rechte Hand geerdet, ein kleines Stückchen nach vorn versetzt. Komm auf die rechte Fußaußenseite. Linke Hand an die linke Hüfte. Finde für dich einen guten Abstand. Linker Arm nach hinten. Einatmen. Ausatmen. Ein. Und aus. Ein letztes Mal. Einatmen. Ausatmen. Auflösen. Herabschauender Hund. Lauf mit den Füßen, kleines Stückchen nach vorn, beug die Beine, setz dich bequem hin, gern erhöht, auf eine Decke. Schau mal zu deinen Füßen, auch das möchte ich dir mal mitgeben als Tipp. Es gibt immer so eine Lieblingsposition, bei mir ist immer der rechte Fuß vorn, kannst das auch mal wechseln. Du merkst, es fühlt sich komplett anders an. Schließ die Augen. Bring die Hände vor deinem Herzen zueinander. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis. Möge Yoga dir helfen, dass du dein Leben ganz entspannt und flexibel genießen kannst. Atme aus, öffne deine Augen.
Danke, dass du dich auf die Übungssequenz mit mir eingelassen hast. Falls noch nicht getan, abonniere doch den Kanal, so wirst du über neue Videos informiert. Diese Übungen sollten dir helfen, dass dein Bewegungsspielraum im Becken und Hüften größer wird und dadurch du mehr mit deinem Körper in Kontakt kommen kannst, schmerzfrei. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Auf dieser Seite findest du das nächste Übungsvideo und hier kannst du den Kanal abonnieren. Hab einen wunderbaren Tag.